Einen wunderschönen guten äh, Morgentag auf Maverick TV zu früher äh, Videostunde. Unüblich. Aber da das Thema jetzt äh, richtig aktuell ist, möchte ich äh, mich doch dazu äußern zum Thema Jude Bellingham vs. Felix The Manipulation äh, Zweier. Ne? Ist ein Thema. Und ähm, da ist ja viel los in dem Thema. Ne? Bellingham hat sich nach dem Spiel äh, geäußert, wie kann man äh, jemandem das Topspiel in der Bundesliga geben, also das Topspiel der Bundesliga leiten lassen, von einem Schiedsrichter, der sich für Spielmanipulation schon verantworten musste äh, in der Vergangenheit. Und ähm, jetzt... Ähm, Droht ihm eine Strafe, ob es jetzt eine Geldstrafe ist, ähm, Spielsperre ist, ja. Selbst eine Strafanzeige wurde gestellt und ähm, äh, lassen wir mal das Spiel kurz Revue passieren. Erste Halbzeit ist nichts äh, passiert, aber in der zweiten, beim Z Stand vom 2 zu 2, steht er eigentlich in einer guten, guten Position ähm, zu dem. Äh, zu dem äh, Fall mit Reus und Hernandez und ähm, es ist sehr brenzlich mit dem, mit dem bloßen Auge nicht so richtig zu erkennen ja? ich habe äh, Zeitlupe geschaut und habe mir diese Szene vier fünf sechs Mal angeschaut und muss neutral sagen obwohl natürlich mein Herz für Dortmund schlägt ähm, es ist zu 90 Prozent ein Elfmeter es ist zu 90 Prozent ein Elfmeter er ist vor vor Hernandez Hernandez spielt nicht den Ball und erwischt ihn hinten, äh, unten. Unten erwischt er ihn. Ja? Es ist ein Elfmeter und äh, der Elfmeter geht dann wahrscheinlich, wenn Haaland ihn schießt, rein. Und dann steht es 3 zu 2 im Heimspiel für Dortmund. Ja? Und das Spiel endet dann sicherlich nicht mit 2 zu 3. Äh, selbst wenn er unsicher wäre, kann er sich die Situation anschauen. Da sieht man schon. Bayern Bonus übertrieben, ja. Warum geht er nicht äh, selber und schaut sich die Situation an? Unverständlich. Bei, bei dem ähm, Elfmeter auf der Gegenseite dann aber, guckt er sich das an und pfeift so ein, mit, mit dem Kopf und Hand nach vorne, ist auch so ein Ding. Muss man, muss man auch nicht geben, ja. Dann, dann, dann kann er den, den, wenn er die erste Entscheidung trifft und Reus keinen Elfmeter für diese Aktion gibt, ja, dann darf er Darf er, er schaut sich die Aktion nicht mal an, darf er den zweiten äh, Elfmeter nicht geben? Ja? Alleine aus diesem Grund. Oder er gibt, er gibt dann äh, beide. Ja? Die Frage ist: Wie verläuft das Spiel, wenn Dortmund 3-2 in Führung geht? Ja? Also äh, ganz, ganz komisch. Da, da sollte sich der DFB mal wirklich hinterfragen, ob das der richtige Mann für so ein Spiel war. Äh, wer zieht die Fäden hinten? Dass man sich diese Aktion, dass die Aktion nicht durchdiskutiert wird, dass man sich den, den, die Reus-Aktion, Hernandez-Aktion, Reus-Hernandez-Aktion nochmal anschaut. Warum schaut man dort nicht genauer hin? Ja, unverständlich. Ja? Und dass dann ein Bellingham, der eigentlich schon sehr erwachsen wirkt, der ist jetzt 18. Ja? Das ist ein Topspiel, da spielen auch Emotionen eine Rolle. Ja? Und er, er äußert. Speicher war voll, meine lieben Sportskameraden, ich bin wieder da. Und ähm, zwar äußert er sich ja ähm, nicht, dass er sich irgendwas ausgedacht hat ja? oder Gerüchte in die Welt streut, sondern Jude Bellingham äh, nennt nur Fakten. Ja? Er nennt nur Fakten, indem er öffentlich sagt, wie kann man ein Topspiel der Bundesliga, äh, selbst wenn es kein Topspiel ist, von niemanden leiten lassen. Der sich schon mal für Spielmanipulation verantworten musste. Ja? Und äh, jetzt sind wir natürlich in Deutschland, ne? Strafanzeige, wie kann man denn sowas äußern? Ne? Der arme Schiedsrichter. Ne? Nein, natürlich kann man das äußern. Natürlich kann man das äußern, weil, weil es nun mal passiert ist. Ja? Und wenn dann Zweifel bestehen, dass er sich solche Szene wie Reus Hernandez nicht mal anschaut, ja? sondern einfach locker weiterspielen lässt, dann aber beim Bayern-Elfmeter ähm, äh, hingeht und äh, sich alles genau anschaut und dann den Elfmeter gibt, ne, voller Überzeugung, ne, kann man das ruhig mal nach dem Spiel äh, frustriert sagen? Ja? Kann man es äußern? Ja? Vor allem, wenn man frustriert ist und gerade 18 ist und die Zunge noch, noch locker ist äh, und äh, finde find ich, find ich legitim. Ein Witz mit den Strafanzeigen und dass ihm jetzt äh, Ärger droht, ein Witz des Tages, ja? da sieht man äh, wieder, wieder, äh, wieder, DFB tickt, ja, sieht man ganz genau an solchen Aktionen. Und man, man sollte sich als DFB mal hinterfragen, ja, ob man dann ähm, äh, sich öffentlich nicht erklären äh, sollte, warum man äh, so etwas äh, pfeift, ja, wie den Elfmeter der Bayern. Und warum man sich die Szene, die zum Elfmeter für Dortmund führt, nicht mal anschaut. Diese Erklärung würde mich mal auch sehr interessieren. Ja? Und dass dann Leute Spiele pfeifen. Also meiner Meinung nach, wenn jemand mit der Spielmanipulation schon ein bisschen etwas zu tun hatte, ja? dass er dann in der Liga bleiben kann. Und dann auch noch in der Höchsten. Ist auch, ist auch eine Sache, wo sich der DFB mal, mal öffentlich erklären sollte wie das möglich ist, ja, und nicht hier Bellingham jetzt äh, hinstellen als, als den Bösen und, und ihn jetzt verklagen, aber wir sind ja auch in Deutschland, ne? da, da wird ja ähm, das Opfer meistens äh, mehr bestraft als der Täter selbst und ähm, noch kurz paar Wörter an Jude Bellingham in Englisch, das, das wird er wahrscheinlich besser verstehen, ne? Hello Jude, mein Name ist Maverick Berlin, from maverick uh, maverick TV and um, uh, boy you are eighteen you must uh, you must one one thing thinking in germany when you when the albert Gieber was for for you a german a german boss when you have a german boss and you are uh, work in germany uh, Germany is is a uh, uh, country. That's the other that's that's uh, other countries, and uh, and uh, here you cannot saying um, the referee fixed games and uh, that's game manipulation uh, from the referee. Oh 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 man, you you make you many problems. We are in Germany, then you 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 can you can uh, for Solzio aussaging uh, go four seasons, four seasons. You go in the prison. Uh, that's that's no joke. We are a Germany. That's a that's a funny country with uh, with um, a, a very funny Reagan. And uh, I can give you a tip. You are a great soccer player. Uh, and uh, uh, next next time. Going into the cabin and and good is. Then uh, all what you saying can gegen you verwendet werden in Germany. In the Zen, peace out and macht die Yeah.